keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute geht es um Legendaries und zwar nicht unbedingt darüber, welche neuen es jetzt gibt und wie man diese bekommt und dass vielleicht die Drop-Chance im Hintergrund ein bisschen allgemein mit 7.1.5 jetzt erhöht wurde, sondern es geht darum, dass man diese mit der Eröffnung der Nachtfestung aufwerten können wird. Dafür werfen wir jetzt aber erst nochmal einen Blick zurück, denn als die legendären Gegenstände angekündigt wurden, haben die Entwickler gesagt, dass diese das ganze Add-on über aktuell bleiben sollen. Und wir haben bereits in der Vergangenheit einmal solch eine automatische Hochstufung der legendären Gegenstände erlebt. Am Anfang hatten diese ein Item-Level von 895 und befinden sich ja jetzt momentan zum aktuellen Zeitpunkt auf 910. Dies wurde ja gemacht, damit eben die Gegenstände eine höhere Wertung haben und dementsprechend auch interessanter sind und darüber hinaus, weil die Prüfung der Tapferkeit natürlich auch nochmal ein höheres Item-Level gewährt als der smaragdgrüne Albtraum. Mit der Nachtfestung geht es jetzt aber so richtig los am 18. Januar und dort wird es dann eben so sein, dass natürlich dementsprechend auch wieder ein höheres Item-Level droppt, über 895 hinaus und auch über 910 hinaus und dementsprechend müssen in Anführungszeichen natürlich die legendären Gegenstände auch wieder nach oben gebracht werden, damit diese eben, wie Blizzard es versprochen hat, das ganze Add-on über attraktiv bleiben. Allerdings ist es so, dass dieses Mal das Ganze nicht automatisch passiert. Das heißt, ihr müsst aktiv dafür arbeiten, dass eure legendären Gegenstände ein höheres Item-Level erreichen. Wir reden hier von einer Steigerung insgesamt von 910, was ja das aktuelle Basis-Item-Level der Legendaries ist, bis auf 940. Es gibt nun nämlich die ersten konkreten Informationen, wie das Upgraden der Legendaries ausfallen wird, beziehungsweise was wir dafür machen müssen. So wird es nämlich sein, dass wenn die Nachtfestung öffnet, wir in Dalaran eine neue Quest annehmen können, bei der wir eine Essenz beziehungsweise mehrere Essenzen von Amantul sammeln müssen. Und um diese Essenzen zu bekommen, gibt es verschiedene Quellen, nämlich laut dem deutschen Community Manager bei den Nachtfestungsbossen aus Beutetruhen des wöchentlichen Schlüsselsteins, aus den abgesandten Kisten und bei den wöchentlichen PvP-Quests. Derzeit gibt es leider noch keine Informationen, wie viele Essenzen von Amantul wir dann sammeln müssen, laut dem Community Manager ist die Rede aber von einigen. Wenn wir dann also alle benötigten Essenzen zusammengetragen haben und dann die Quest abgeben, dann erhalten wir dafür eine destillierte Titanessenz und können mit der dann einen legendären Gegenstand aufwerten. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob wir mit einer destillierten Titanessenz gleich das Upgrade von 910 auf 940 in einem Schlag vollziehen oder ob wir mehrere destillierte Titanessenzen dafür brauchen, ähnlich wie es beispielsweise beim legendären Ring in Warlords of Draenor der Fall war, wo wir auch diverse Gegenstände immer wieder von Archimond erbeuten mussten, um den Ring dann schlussendlich auf das maximale Item-Level aufzuwerten. Was allerdings feststeht, ist, dass die Quest wiederholbar ist. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze für jeden eurer legendären Gegenstände in Angriff nehmen. Ihr müsst euch im Prinzip nur entscheiden, welchen Gegenstand ihr als erstes eben aufwerten wollt. Und dies sorgt dann natürlich wieder dafür, dass Blizzard ein bisschen die Flexibilität der verschiedenen Spezialisierungen untereinander einschränkt, insbesondere wenn man keine Hybridklasse ist und dadurch man eben eine schwierige Entscheidung treffen muss, welcher Spec denn als erstes quasi das Upgrade bekommen soll. Es gibt vom Community Manager aber auch noch eine weitere kleine Meldung, nämlich alle neuen legendären Gegenstände, die man finden wird ab der Öffnung der Nachtfestung, haben eine Basis-Item-Stufe von 940. Das bedeutet, wenn ihr zu den Glücklichen in Anführungszeichen gehört, die jetzt mit dem Release von Patch 7.1.5 ein Legendary bekommen, hat dieses ein Item-Level von 910. Ab dem nächsten Mittwoch, also dem 18. Januar, haben diese dann eben das Basis-Item-Level von 940. Und müssen nicht mehr aufgewertet werden. Legendäre Gegenstände sind und bleiben ein Streitthema, kann man sagen, sowohl natürlich auf der einen Seite jetzt mit dem Upgrade, dass man sich wieder entscheiden muss und auf der anderen Seite natürlich über die Möglichkeiten, wie man dieses bekommt und natürlich dieses Zufalls- und Glücksprinzip. Da können wir tagelang im Prinzip drüber diskutieren und das habt ihr ja auch schon ausführlich gemacht, dennoch finde ich auf jeden Fall die Möglichkeit, das Upgraden, dass man das Ganze über eine Quest macht, eigentlich ganz positiv und man kann so gesehen auf jeden Fall aktiv daran teilnehmen, seinen Charakter zu verbessern.
Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.